Herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem Kanal. In diesem Video zeige ich euch meinen Discounter-Einkauf für dieses Silvester und ich will sagen, wir starten direkt mit Aldi. Da habe ich als erstes die Artus gekauft. Das ist eine 16-Schuss-Batterie für 2,99 Euro. Wurde bisher immer unter dem Namen Reno verkauft. Ist ein absoluter Klassiker. Ist mittlerweile einfach Kult. Ist eigentlich immer ganz gut für den geringen Preis. Kann man auf jeden Fall immer mitnehmen. Dann haben wir hier das Galahad-Raketensortiment. Enthalten sind 6 Treiber-Raketen. Für 5 Euro habe ich einfach mal mitgenommen. Ist eine Neuheit dieses Jahr. Und man hört es, also da sind auf jeden Fall irgendwelche Bombetten drin. Also müssten es eigentlich Zerleger sein. Und wenn das dann im Endeffekt der Fall sein sollte, dann wäre es ja der Oberhammer, dass es schon ein Raketensortiment mit Zerlegerraketen für 5 Euro gibt. Oder 6, 5 oder 6 Euro. Werde ich auf jeden Fall mal testen. Ist auf jeden Fall sehr spannend, finde ich. Dann haben wir hier das Brayford, ein wirklich sehr großes Leuchtsortiment. Wurde bisher unter dem Namen Montreal verkauft. Da sind Knallfrösche drin, Vögel, Vulkane, Fontänen und sonst einige Böller noch. Also wirklich eine sehr schöne Mischung, ist auf jeden Fall immer mit dabei. Dann haben wir hier als nächstes die Witchcraft. Eine 104-Schuss-Batterie ist eine Neuheit dieses Jahr. Das ist einfach so eine Kometenfächerbatterie. Die sah ganz interessant aus und da habe ich sie zum Testen einfach mal mitgenommen. Ja. Dann habe ich hier das Ivanhoe, ein wirklich großes Raketensortiment mit den ganz großen Veko- bzw. eben Helios-Raketen. Das ist eigentlich auch immer mit dabei, hat wirklich gute Zerlegerraketen dabei, die sind wirklich ziemlich gut. So, und das war's dann auch schon von Aldi. Dann gehen wir direkt zu Lidl. Da habe ich als erstes die Flashbangs gekauft von Veko. Die gibt es ja schon seit letztem Jahr bei Lidl auch. Und ja, finde ich eigentlich ganz gut, dass jetzt nach und nach einige Artikel aus dem Fachhandel eben langsam aber sicher ihren Weg in die Discounter finden. Das ist eben beim Flashbang passiert. Das sind einfach so Blitzknallbombetten, die auch eigentlich relativ laut sind. Zwar nicht so laut wie die von Leslie oder von Nico, aber auf jeden Fall ziemlich gut. Habe ich mir 2 Stück von gekauft, 2 Packungen mit jeweils 10 Stück. Dann habe ich hier die Black Ice Batterie, die ist extrem fett, extrem schwer, ist eine XXL-Fächer-Salven-Batterie, hat eben wie gesagt sehr gute Zerleger, die teilweise auch gefächert sind, die ist wirklich sehr gut, habe ich mir auf jeden Fall auch mal mitgenommen. Dann geht es weiter mit der Beastmaster, das ist so eine zweistufige Batterie, also unten hat die so Crackling-Feuertöpfe und oben wirklich sehr gute Zerleger. Also die ist wirklich ziemlich gut, die Batterie, meiner Meinung nach. Deswegen habe ich sie einfach mal mitgenommen. Dann haben wir hier die Laser. Das ist eigentlich was die Reno unter den Zerlegerbatterien ist. Ist die Laser bei den Fontänenbatterien. Ein absoluter Klassiker. Ist wirklich sehr gut für 2,99 €. Kann man auf jeden Fall immer mitnehmen. Die ist wirklich immer relativ schön und ja. Dann haben wir hier die Elysium, eine Multifeuertopf-Batterie, die ist wirklich sehr klein, ist aber wirklich sehr gut, hat gerade mal 80 Gramm NEM, aber ist wirklich eine sehr schöne Feuertopf-Batterie, die kann man sich eigentlich immer gönnen. So, dann haben wir die Discovery, eine Feuertopf-Kombinationsbatterie. Ich denke mal, es wird so eine kleine Mini-Beastmaster sein, also ich stelle mir das so vor, dass die auch Feuertöpfe unten hat und oben kleinere Zerleger. Die habe ich zum Testen einfach mal mitgenommen. Ich denke, bei dem Preis kann man nicht viel falsch machen und sich die einfach mal gönnen. Dann haben wir hier noch die Shock Attack. Die ist extrem groß und extrem schwer. Ist wirklich eine extrem gute Batterie. Hat schöne, riesig große Zerleger mit Blinkstern teilweise. Die ist wirklich sehr gut. So, dann haben wir noch ein Leuchtsortiment und zwar das Leuchtspektakel. Ja, bestückt mit einigen Fontänen. Ist ganz gut. Kann man eigentlich immer mitnehmen für den geringen Preis. Ist eigentlich auch ein Klassiker. So, dann haben wir hier einen Schweizer Vulkan und zwar den Blinkstars. Die gibt es ja seit letztem Jahr bei Aldi und Lidl zu kaufen. Sind wirklich sehr gut, haben jeweils 250 Gramm NEM, haben eine extreme Steighöhe und sehr schöne Effekte. Also die sind immer ein Kauf wert. Wenn ihr wirklich Vulkane haben wollt, dann kauft euch immer die Schweizer Vulkane, weil die wirklich gut sind. Und dieses Jahr habe ich mal den Blinkstars mir mitgenommen, weil ich ihn noch gar nicht hatte und ihn auch einfach mal testen wollte, weil der eigentlich ganz gut aussah, der Effekt, und ja. Dann haben wir das Highspeed Bombs, ein 8-teiliges Raketensortiment mit wirklich sehr großen Raketen.
Also das ist auf jeden Fall auch immer ein Kauf wert. Die Raketen sind eigentlich immer gut. Die Effekte wechseln ja immer bei Weko, also die wechseln die Effekte immer durch. Aber trotzdem, die sind eigentlich immer gut. Kann man sich auf jeden Fall jedes Jahr mitnehmen. Dann geht es weiter mit einem Artikel, auf den sehr viele Leute gewartet haben. Die Goldraketen von Weko, die sollen ja wirklich sehr gut sein. Enthalten sind zwei verschiedene Goldeffekte, einmal mit Crackling und einmal ohne. Sollen wirklich extrem gut sein. Werden jetzt auch von manchen Lidl-Filialen gekauft. Ich habe Glück gehabt und meine hatte die eben auch gehabt. Und da habe ich sie natürlich einfach mal mitgenommen zum Testen, weil ich wirklich gespannt bin, ob die wirklich so gut sind, wie alle sagen, weil ich eigentlich ja nicht so ein Fan von Goldeffekten bin. Aber trotzdem habe ich mir die mal mitgenommen und wundert euch nicht, das Satteletikett ist falsch rum dran geheftet worden. Deswegen seht ihr auch noch gar nichts von den Raketen an sich, sondern jetzt, da seht ihr sie nochmal, also sind sehr groß, ist glaube ich die größte Weko-Größe, sehen ganz gut aus, also bin ich auf jeden Fall mal gespannt. So, und dann sind wir auch schon bei Norma angekommen, da haben wir als erstes das Metalhead-Raketensortiment, auch ein absoluter Klassiker bei Norma mittlerweile. Enthalten sind die ganz großen Nico-Raketen mit wirklich schönem Effekt. Also die sind eigentlich immer in Kauf wert. Die sind wirklich sehr gut. So, dann geht's weiter mit einem weiteren Raketensortiment und zwar das Jewels of Fire von Nico. Das ist wirklich ein sehr großes Raketensortiment mit einigen Raketen drin, unter anderem diese Mystic Bomb und Crazy Bomb. Die sollen ja nicht so gut sein für ihre Größe. Aber trotzdem wollte ich das Sortiment einfach mal ausprobieren. Und hab's mir deswegen mal mitgenommen. Und dann sind wir auch schon wieder beim letzten Artikel angekommen. Da haben wir hier die Dark Raven Batterie von Weko. Eine Pyromold Batterie. Sah wirklich sehr gut aus. Hat verschiedene Bouquets in Rot, Grün und hat auch Blinker mit dabei. Also ist wirklich sehr schön eigentlich. Eine schöne gemischte Batterie. Deswegen habe ich die mir auch mal mitgenommen. Ja, das war dann mein Discounter-Einkauf. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr euch so gekauft habt in den Discountern. Und ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Ciao!